Hallo an dich und willkommen bei Berlin Sessions mit der Tageslektion aus Jesus' Meisterwerk, Jesus' Geistestraining für dich mit dem Titel Ein Kurs in Wundern. Und die Beschreibung passt vollkommen auf das, was es tut in deinem Geist, beziehungsweise was es enttut, was es aufhebt. Ein Kurs in Wundern, das Buch, ist im Greuthoff Verlag erschienen und kann in jeder Buchhandlung erworben werden. Und heute sind wir in der Lektion 320 und eine Idee zur Klärung dessen, was hier in diesem Augenblick geschieht, denn es, was auch immer passieren soll, falls irgendetwas passieren kann, kann immer nur in diesem Augenblick geschehen, ist, dass wir nicht über einen Kurs in Wundern reden. Es ist unmöglich, über einen Kurs im Wundern zu reden. Alles, was wir in einen Kurs im Wundern tun können, ist unsere eigene Aufhebung zu erfahren. Die Aufhebung dessen, womit wir uns identifiziert haben. Und das ist genau dieser Augenblick, in dem wir eintreten, wo auch immer wir gerade herkommen, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, oder ob wir lieber noch ein wenig es uns in der Enge unseres Geistes, in dieser kleinen, verdichteten Idee von uns gemütlich machen wollen, oder ob ich bereit bin, diese kleine Bereitwilligkeit habe, ein Wunder zuzulassen, dass die Aufhebung meiner kleinen Ideen, meines kleinen Bildes über mich selbst zulässt. Und das ist im Grunde ein Kurs in Wundern, die Aufhebung dessen durch eine kleine Bereitwilligkeit. Und in der Lektion, mein Vater gibt mir alle Gewalt, erinnere ich mich daran, was das bedeutet. Mein Vater gibt mir alle Gewalt, mein Vater gibt mir alle Herrschaft. Mein Vater gibt mir alle Herrschaft in meinem Geist, wo auch immer ich mich vermeintlich lokalisiere oder meine lokalisiert zu haben. Dieser Ort hebt sich in dem Augenblick auf, in dem ich erkenne, dass ich mich nicht lokalisieren kann. Der Sohn Gottes hat kein Kissen, auf das er seinen Kopf legen kann. Du bist hier nicht zu Hause. Du wurdest neu geboren. Und du bist in diesem Augenblick neugeboren, durch das Licht deines Geistes. Du bist nicht mehr Mensch, du bist das Licht, du bist vorangeschritten, du hast eine Wahl getroffen, du hast die einzige Wahl getroffen, die du treffen kannst, und jetzt bestätigst du diese Wahl. Erinnere dich, dies hier ist die Vergangenheit, das hier ist eine Erinnerung, die schon vorbei ist. Die Erlösung hat stattgefunden. Du bist nach wie vor im Himmel. Du bist nach wie vor das, als was du erschaffen wurdest. Du hast das jüngste Gericht erlebt. Es ist in dir geschehen, zu akzeptieren, was du schon mal akzeptiert hast. Zu akzeptieren, dass du vollkommen bist, dass du Gottes Sohn bist, dass du bist wie er. Das erste Mal hast du es akzeptiert, als du erschaffen wurdest. Und das zweite Mal hattest du es akzeptiert, als du für einen Augenblick meintest, dich in einer Welt wiederzufinden, unter Körpern, und meintest selbst ein Körper zu sein. Und das hier ist nur die Erinnerung daran, dass all das geschehen ist, dass all das bereits von dir akzeptiert wurde und der Fehler korrigiert wurde. Dein Vater gibt dir alle Gewalt, dein Vater gibt dir die Gesamtheit deines Geistes singulär, nicht als Punkt, sondern als alles, als absolute Nicht-Lokalisierung, dennoch vollständige Gegenwart. Und das ist das, was du bist, das ist das, was das Angebot ist, das, was hier geschieht, das, worüber wir hier reden, als das, was redet, erfordert in jedem Augenblick ein Vertrauen
in dem Schritt über diese Klippe hinüber, über die Klippe der Selbstidentität und in das Vertrauen hinein, dass du tatsächlich getragen bist, dass es keine Intellektualisierung bedarf, dass es keine Analyse bedarf, zu verstehen, was die Erlösung ist und wo sie denn jetzt ist und als was in dir es ist, sondern es erfordert das Vertrauen, dass es okay ist, deine Lokalisation, deine Örtlichkeit zu verlieren. Und dieser Schritt ist für einen Augenblick vor dem Schritt angstbesetzt, weil du einen Schritt in etwas reinmachst, was keinen Referenzrahmen hat und wesentlich größer ist als das, von dem du kommst. Es gibt keine Sicherheit aus deiner alten Perspektive in dieses Neue hinein. Sicherheit, so wie du es kanntest, als menschliche Idee. Es ist tatsächlich ein Vertrauen. Es ist ein Training notwendig, um diesen Schritt zu machen. Denn ohne ein Training, ohne eine Geistesschulung ist der konzeptuelle Geist immer noch so dominant, dass er sofort seinen Mechanismus hochfahren möchte, dass er sofort in Anführungsstrichen Schutzmechanismus verwenden möchte, indem er das Große wieder klein macht, damit er sich wieder zu Hause fühlen kann, damit er sich wieder so fühlen kann, als wenn alles unter Kontrolle wäre. Als wenn doch immer noch alles so wäre, wie er es kennt und es sich nie, und sich nichts verändern braucht. Damit der Schreck als unbegründet erkannt werden kann. Ah, es ist ja doch alles okay. Ich kann ja weiterhin diese Körperidentität bleiben. Und daher haben wir ein Geistestraining von einem Kurs im Wundern, damit der Geist für einen Augenblick, der Entscheidungsmechanismus, für einen Augenblick weiter verzögert wird und die Öffnung für einen Augenblick weiter da bleibt, damit der Geist lernt, dass die Öffnung das ist, was er will, dass die Öffnung ihm das zeigt, was sicher ist, was real ist, was Freude ist, was mit Gewalt gemeint ist. Aus der Ego-Perspektive, aus der menschlichen Perspektive ist die Idee von Gewalt angsterregend in jeglicher Richtung. Oder nenne es Herrschaft. Denn es hat etwas mit einer Idee zu tun, wo eine Partei oder ein Teil gegen einen anderen Teil ist, wo Gewalt ausgeübt wird auf etwas. Aber die Gewalt, an die du erinnert wirst, dein Vater gibt dir alle Gewalt, heißt nur, dass du über alles mächtig bist. Alles geschieht nach deinem Willen, der eins ist mit dem Willen des Vaters. Und schon sind wir in einer neuen Sequenz. Okay. Lass deinen Geist die Frage stellen, was die Gewalt ist. Was die Erfahrung von Herrschaft ist. Das heißt, im Gegensatz zu der Ego-Interpretation, dass dir nichts entgegensteht, dass es nichts gibt, was dir entgegensteht. Aus der Ego-Sicht heißt das, dass du neutral und bedeutungslos bist. In Wirklichkeit heißt es, dass du unendlich bist, unendlich machtvoll, unendlich an Freude und an Frieden. Und diese Worte werden nur als Einleitung verwendet in diesem Zusammenkommen
des Endes von du und ich, in dem Zusammenkommen des Kollapses von Distanz und Persönlichkeit. Denn dieser Augenblick kann sich in jegliche Richtung ausdehnen. Dieser Augenblick kann vollkommen in etwas werden, was du noch nie vorher erfahren hast. Und die Amplituden und Varianzen deiner eigenen Selbstentdeckung gewahr machen, die über diesen kleinen Ort, in dem du, den du vermeintlich jetzt zu belegen scheinst, hinausgeht. Was selbst diesen Ort immer noch in der Wahrnehmung zu einem faszinierenden, wundervollen Abenteuer wird. Und nicht nur das, nicht nur, dass du der Reisende bist, sondern auch, dass du der Reisende in dir bist. Dass du erkennst, dass du nur auf einer Entdeckungsreise, auf einer Expedition zurück zu deiner Selbsterkenntnis bist. Du entdeckst dich neu, du erinnerst dich neu. Und auf wundervolle Art und Weise geschieht das durch das, was du gemacht hast, um dich davon abzulenken. Das ist die Reise zurück, das ist das jüngste Gericht. Das jüngste Gericht ist, dass sich nichts in deiner Welt ändern muss, außer dein Urteil, dass du plötzlich dich selbst in allem wiedererkennst. Dass durch deine Macht, durch deine Gewalt, die dein ganzer Geist ist, die Begrenzung, die Urteile, die physische Sicht, die Gedanken so als korrigiert wahrgenommen werden, dass die Ausdehnung wirklich kein Ende kennt. Dass die Ausdehnung deines Geistes wirklich auf nichts begrenzt ist, dass es keine Mauer gibt, dass du der heilige Sohn Gottes bist und dass du diese Erfahrung, diese Ahnung, zumindest Ahnung, genau hier haben kannst, dass sie genau für dich hier zur Verfügung steht. Und wieder, selbst wenn es subtil ist, enthält es einen Hinweis, der so überzeugend ist, einen Zeugen, der so überzeugend ist, dass du dich erinnerst, dass es so ist. Ich hoffe, das ergibt Sinn für dich. Ich versuche es aus meiner eigenen Erfahrung für mich selbst hervorzuheben. Und das ist tatsächlich meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist, diesen heiligen Augenblick zu erforschen. Denn dieser Augenblick ist nicht ich und die Zeit, sondern dieser Augenblick ist ich zu mir selbst kommend, ich an mich selbst erinnernd. Das ist das, was du bist. Der heilige Augenblick bist du als Portal für dich selbst. Und das ist immer und überall bei dir. Deswegen bist du vollkommen sicher, in welcher Situation du auch zu sein meinst, wenn du diesen Augenblick für dich annimmst. Vielleicht gehst du vorher über die Straße, bevor dich der LKW überfährt. Und wendest dann den heiligen Augenblick auf der anderen Straßenseite an. Aber selbst das ist nicht notwendig. Selbst das ist keine Begrenzung. Du kannst im Straßenverkehr sein, im täglichen Leben teilnehmen und ohne deine Aufgabe zu unterbrechen, diesen Augenblick zu erfahren und erkennen, wie all das, was du tust, aufs Vollkommenste orchestriert ist.
und aufs Vollkommenste ausgeführt wird. In der Nichtperfektion, in der Begrenzung, in der vermeintlichen Begrenzung. Das geschieht nicht, damit du ein reicher Mensch wirst oder ein erfolgreicher Mensch, sondern das geschieht, damit du erkennst, dass du allen Grund hast, vollkommen glücklich zu sein. Dass es keine Notwendigkeit gibt, dir um irgendetwas Sorgen zu machen, inklusive deines Körpers oder irgendeinen anderen Körper. Also, dein Vater gibt dir alle Gewalt. Der Sohn Gottes ist grenzenlos. Seiner Stärke, seinem Frieden, seiner Freude sind keine Grenzen gesetzt, noch irgendwelchen Eigenschaften, die ihm sein Vater bei seiner Erschaffung gab. Was er mit seinem Schöpfer und Erlöser will, das muss geschehen. Sein heiliger Wille kann niemals verweigert werden, weil sein Vater auf seinen Geist leuchtet und alle Stärke und Liebe auf Erden und im Himmel vor ihn niederlegt. Ich bin der, dem alles dies gegeben ist. Ich bin der, in dem die Gewalt des Willens meines Vaters wohnt. Dein Wille kann alle Dinge in mir tun und sich dann durch mich ebenfalls auf alle Welt ausdehnen. Deinem Willen sind keine Grenzen gesetzt. So ist denn alle Gewalt deinem Sohn gegeben worden. Mein Vater gibt mir alle Gewalt. Danke, dass du hier bist. Und für mich ist das Angebot an dich, dass du es genau auf die Art und Weise machen musst, wie du es machst. Du kannst es nicht machen wie jemand anders. Du kannst es nur so machen, wie du es machst. Du kannst dich nur so führen lassen, wie du dich führen lässt. Du kannst von anderen lernen, aber du kannst sie nicht kopieren. Und Jesus sagt, die Hingabe eines Bruders an das Ziel, an den Weg, an die Vergebung, an die Umwandlung des Geistes, dadurch verdient er deine Hingabe. Das heißt, dass du ihn bejahst, dass du bestärkst, dass du Zeugnis ablegst dafür. Du musst es nicht mit Worten machen, aber du legst Zeugnis dafür ab, dass er der heilige Sohn Gottes ist, dass er vollkommen liebend ist und vollkommen liebevoll, so wie du. Dennoch, da hier niemand weiß, du wirst auf der Erde niemanden finden, der weiß, wie es geht, musst du es machen, wie du es machst. Das ist die Wiederkunft. Jesus bist du. Du bist das Erwachen dazu, dass du es gemacht hast. Das gesamte Universum dreht sich nur um dich. Die gesamte Sühne wurde nur für dich gemacht, erschaffen. Gott dreht sich nur um dich. Alle Macht ist dir gegeben, im Himmel und auf Erden, denn das ist so. Du bist derjenige, du bist der Träumer und du bist der Erwachende und du bist der Christus. Und das kristallklare Licht, das sich nichts widersetzt, ist das, was dich zu deiner Freude führt und zu der Aufhebung dessen, was nie war. Ich danke dir für diesen Augenblick. Ich danke dir für dieses Zusammenkommen. Falls du Hilfe brauchst, falls du Erinnerung brauchst, gibt es eine Hotline unter einer Berliner Festnetznummer. Die Nummer ist 030 120 745
3:9. Du kannst jederzeit anrufen, 7 Tage die Woche, und du wirst immer einen Bruder am anderen Ende erreichen, der sich mit dir an die Wahrheit erinnert, der sich mit dir daran erinnert, dass deine Probleme tatsächlich gelöst sind, dass Schmerzen nicht notwendig sind, dass du vollkommen bist, dass da nur Freude ist in unserem Zusammenkommen. Ich danke dir. Eine Idee möchte ich noch in diese Sequenz reingeben. Und das ist die Idee, dass der heilige Augenblick Freude enthält. Er enthält das Abenteuer. Dieser Augenblick enthält das, was dich daran erinnert, was das Ziel ist. Das ist die Erfahrung, das ist die Hinwendung zu deinem wahren Selbst, zu deinem ganzen Selbst und die Ahnung davon, eine Erfahrung davon, dass du wirklich ein Selbst bist. Das ist die Sühne. Die Sühne zeigt dir den Weg dahin, dass die Erlösung aus deinem einen Selbst kommt und du dieses eine Selbst bist. Andererseits ist es das, was wir hier im Zwischenmenschlichen erleben, wo sich jemand anderem zuwendet, wo jemand anderem in Not hilft, wo wir sehr direkt und sehr konkret die Liebe Gottes erfahren können, obwohl es in der absoluten Dichte geschieht, in der absoluten Kontraktion des Geistes, auf einmal durch eine Hinwendung eines Bruders zu einem anderen, eine Öffnung in dieser Dichte und in dieser Tiefe des Geistes geschieht, dass alles um ihn herum zerplatzt, die gesamte Idee von Sorge oder von Existenz und Alltag ist wie weggefegt durch einen einfachen Akt der Hinwendung. Und da, ich persönlich kann das teilen, da breche ich immer in Tränen aus. Es kann durch einen Film sein oder durch eine Alltagsszene oder durch irgendwelche Neuigkeiten, wo ich einfach schätze, dass die Sühne tatsächlich hier passiert, dass es tatsächlich auch hier funktioniert, dass die Liebe Gottes durch Körper ausgedrückt werden kann, dass es dieses Mittel, dieser Körper, ein vollkommenes Vehikel ist, um die Kommunikation anzuheben und uns daran zu erinnern, worum es eigentlich geht, dass wir uns eigentlich lieben und nicht mehr uns daran erinnern, was Liebe eigentlich ist und wie das geht. Danke. Gott segne uns jeden Einzelnen. Hab einen hervorragenden, einen wundervollen Tag im Licht, im Frieden und halte inne und tja, Vater, in deine Hände, dein Wille geschehe. Bis gleich, ich liebe dich, Gottes Segen uns allen und ganz besonders dir.